Hallo, also wir sind wieder hier auf dem Germa Sommerfest 2018 mit unserer Alles Pepper Challenge. Und neben mir hockt der Ralf. Ralf, er wurde von einer gewissen Person, die wo nicht genannt werden will, nein, Spaß, wurde er nominiert und darf jetzt hier mitmachen. Und um was es geht, wisst ihr vielleicht, dass es geht um die Krankheit ALS. Der Fachbegriff kommt mir jetzt gerade nicht ins Gedächtnis, ist sowieso ein Zungenbrecher. Es geht einfach darum, bei uns Spendengelder zu sammeln und um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Und das versuchen wir mit unserer Pepper Challenge zu machen. Und der Ralf hat sich dazu bereit erklärt, wie gesagt. Er ist jetzt eine normal scharfe gelbe Chili und nominiert im Anschluss, wenn er dann noch sprechen kann, wir hoffen mal all das Beste, drei weitere Personen. Also, guten Appetit. Alles klar, danke. Ich hau da mal rein, auf das, auf all das aufmerksam gemacht wird. Die Schärfe beginnt leicht, er hat nur einen kleinen Bissen genommen. Die Kerne kommen erst noch richtig. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das eine solide 7. Also es wird. Aber er hat ja noch einen Zentimeter, also so ist es ja nicht. Jetzt muss ich gleich weinen, aber nur gleich. Aber nur gleich, wir haben ja noch ein bisschen. Und hast schon ein leichtes Taubheitsgefühl? Leicht. So soll es sich anfühlen bei ALS-Kranken, wenn langsam die Nervenschädigung eintritt und du die Kontrolle mehr oder weniger verlierst. Das ist ja mega ätzend. Okay, ich nominiere den Klaus Rieck und die Janina Groh. Auch Rieck. Mein Fehler.